Ja, hätte mich Emito gleich mit ansprechen lassen, wäre das Ganze sehr viel schneller gelaufen. Oder wenn er auf das Symbol eingegangen wäre. Gehen wir mal alle durch. Der Verschlinger des Unrechts stand Wache. Der fällt raus. Er hat ein Alibi und da hängt der Kommandeur zu nah dran. Er hätte jetzt nicht gesagt, okay, du kannst ihn umbringen, während ich dabei bin. Da wäre er nicht so in Rage. Bleibt noch Mallet, Kiatawa und Gizeh. Mallet war der, was draufhaut. Was willst du, Schildkost? Impito erlaubte mir, dich zu den Morden zu befragen. Ratata, sagt er und wirft Impito einen Blick zu. Der Anführer der Dedrohur nickt ihm leicht zu. Na gut, sagt er, stell deine Fragen, was auch immer das bringen soll. Wer ist denn wie? Kannst du wie? Mr. Weedle, sagte er. Ja, ich kannte ihn. Achso, das ist der Erste, der gestorben ist. Ich höre gern, dass er tot ist. Wirklich. Er war klug und wusste das. Er schaute immer auf uns andere herab. Er kommandierte immer alle herum und Falsom schaute lächelnd zu. Er schnaubte. Falsom heißt also der Gouverneur, oder der Gouverneur nicht, der Vorwärter, ja. Aber wenn du glaubst, ich hätte ihn platt gemacht, das war ich nicht. Ich habe mich in der Ecke der Manufaktur volllaufen lassen. Er grinst garstig. Ich wundere mich, was das ganze Geschrei sollte. Verdammte hochnäsige Lackfresse, ich hätte Kommandoschützling sein sollen. Lass uns überprüfen, ob da hinten was gelegen ist. Du weißt, wen du fragen solltest, sagt er, sich zu dir lehnend. Katawa, ich sah, wie sie sich in einer Gasse über einige Leichen hermachte, das ganz allein, egal um welches Fleisch es sich handelt. Wer ganz allein ist, hat etwas zu verbergen. Er nickt dem anderen Kultisten zu. Und Gizeh sollte man auch nicht aus den Augen lassen, sie ist so gar nicht wie du und ich. Ist eine Mutantin und zwar eine der weniger netten Art. Jeder ist für sich. Jeder hat etwas zu verbergen. Ich will mit dir über deine Essgewohnheiten reden. Was du nicht sagst, sagt er und reibt sich die gespitzten Zähne. Mache kein großes Geheimnis draus. Ich esse Menschen. Mir schmeckt es. Er zuckt mit den Achseln. Wenn das deine Frage nicht beantwortet, dann frag weiter. Wie viele Leichen hast du gegessen? Du meinst, außer dir, Schulgast? Sagt er glucksend. Ich kann dir keine genauen Zahlen nennen, sagt er. Man isst hier, was man bekommt. Aber wenigstens einmal um Mitternacht? Ich war allein unterwegs und fand eine Leiche, die unten einen Stapel verrosteter Metallteile lag. Jemand hatte sie einfach dort zum Verwesen zurückgelassen. Schüttelt den Kopf. Sein vorgetäuschtes Bedauern überdeckt kaum sein Lächeln. Okay, er hat sich gefreut drüber. Er ist auch ein bisschen verrückt. Vielleicht mache ich heute Abend noch einen Spaziergang, grübelt er. Ich bin richtig gespannt, was ich sonst noch alles so versteckt finde. Jeder ist allein, das ist kein Geheimnis. Stört es dich nicht, Menschenfleisch zu essen? Stören? Nein, stören trifft es nicht richtig. Er reibt sich den Nacken. Man glaubt, der Geschmack könnte einen stören, aber das ist nicht so. Der Teil, der mir gefällt, ist, dass die Erinnerung der Person, die man isst, in deinem Kopf landen und man sie nicht verstummen lassen kann. Ihr vier Assen. Diesen Erzgelehrten, kein besonderer Kerl, aber er hatte viel Erfahrung. Kitava redete über Worte von ihm, die sie danach immer wieder hörte. Er kluckst mürrisch. Ich habe kein Wort verstanden, ich sah eine Erinnerung von ihm, als ich ihn aus meinen Zähnen stocherte. Er lag im Bett, sterbend vielleicht, wartete darauf, dass sein Sohn zu ihm kam. Seine Augen wurden immer müder, müder, doch sein Sohn kam nie. Er schüttelte seinen Kopf wie ein Tier, das eine lästige Stechmücke loswerden will. Jedenfalls, soweit ich das mitbekam. Das war nur eine meiner Mahlzeiten. Sie dringen in meinen Verstand ein, machen, dass ich vergesse, wer ich bin. Wie du sagst, es wird einfacher, aber. Seine Augen blicken an dir vorbei und für einen kurzen Augenblick siehst du die Angst in seinen Augen, die Hilflosigkeit. Ich möchte quasi Teil von irgendwas sein und nimmt das auf sich, um eben Teil der Gruppe zu bleiben. Warum isst du die Leichen, wenn es dich so quält? Es stört mich nicht, knurrt er, wobei seine Stimme zittert. Es ist nicht so einfach, aber es wird besser, schaut ihr Impito an. Er macht das seit langer Zeit.
Du blickst flüchtig zu ihm, Bito. Der betagte Anführer der Detrohur winkt und schenkt dir ein breites, verdorbenes Grinsen. Sag mir was anderes. Hast du je etwas von einer endlosen Pforte gehört? Nein, sagt er. Seltsamer Name allerdings. Wenn es nicht endet, dann ist es auch keine Pforte, oder? Es ist ja eher ein Gang. Er ist irgendwie zu bescheuert dafür, dass er das richtig versteht, denke ich. Ich habe dich jetzt genug über diese Mörderin gefragt. Steht sogar hier im Text. Na gut, sagt der Faxend. Ich würde ja dir gern Glück wünschen, aber es nicht verschwinden. Okay. Gesey. Gesey, ja, haben wir gesagt. Eine Sie. Das hatte ich vorhin falsch interpretiert. Wir kommen zurück, Weichlings. So ein Sie. Nee, doch, eine Sie. Als würde sie einem leckeren Kind vorsingen. Sagt denn er? Ein Gesey kann die Gestalt wechseln, ne? Bito meint, dass ich euch mit dem Morde in der Schattenseite befragen darf. Ihre kleinen Augen leuchten vor Humor, doch sie blickt zuerst auf den Anführer der Detrohur. Er nickt. Stellt eure Fragen, Weichling, sagt sie und streichelt sich über den Handrücken mit ihren Klauen. Selbst diese zarte Bewegung vergießt Blut. Mord? Kann es ohne Leiche ein Mord sein? Kann es ohne Leiche ein Mord sein? Was wisst ihr denn über die Morde? Oh, Weichling, gluckst sie erfreut. Ich verwende immer und immer wieder das falsche Wort. Es gibt keinen Mord, wenn es keine Leiche gibt. Das war. Sie verwendet ein Wort, das du nicht erkennst. Eine schauliche Kombination aus klackernden Zähnen und knurrenden Konstanten. Und somit ist nichts verloren gegangen. I'll remember that. Wir wissen nicht, wer dafür verantwortlich ist, sagt sie. Die kennt das schon, die Story. Wobei sie sich die Wangen kratzt. Blut spritzt und berkelt aus der Wunde. Gitarre und Mallet schnüffeln in der Nacht herum. Sie schlucken ihre Geheimnisse. Sie sind den Rohur, um ihrer Macht und ihren Hunger zu dienen, nicht um die Toten zu ehren, nicht um. Sie verwendet wieder den Begriff und klappert mit großer Zufriedenheit mit ihren gezackten Zähnen. Sie sind einer solchen Freundlichkeit nicht imstande. Warum ist er so sehr in einer Seele interessiert, dass sie nicht verloren ist? Sehr eigenartig. Je mehr sie essen, desto mehr geht über. Die Frage ist, wie viel weiß sie von diesen Morden wirklich? Dass da die Leichen verschwunden sind, auf eine Kleinigkeit. Ihr denkt doch nicht, dass Kiatawa oder Malet eines der Opfer getötet haben? Das haben wir nie gesagt, sagt sie und beißt sich verspielt auf die Zunge. Sie töten, aber sie ehren nicht. Sie verstehen nicht, wer sie sind. Was ist das für ein Wort, das ihr benutzt habt, um den Mord zu beschreiben? Dieses klackernde, knurrende Wort. Wat? Sie blinzelt. Oh ja, eure Sprache kennt dieses Wort nicht, also verwenden wir unser eigenes. Sie beißt die Zähne gedankenverloren zusammen, dann antwortet sie. Wir wissen natürlich von dem Mord. Eine Leiche zum Verrotten liegen zu lassen, ist zu sagen, dass die Seele darin den Erhalt nicht wert ist. Das bestrafen wir. Diese Entscheidung darf nicht jeden treffen. Der Begriff, von dem wir sprechen, ist das Gegenteil. Wenn in meiner Welt einer von uns stirbt oder getötet wird, essen wir sein Fleisch und nehmen wir seine Seele in unseren Körpern auf. Wir spüren, wie sein Licht unsere Ecken ausfüllt. Sie hebt lächelnd eine Klaue. Sie werden zu uns, versteht ihr? Verstehe, für euch ist es also erst ein Mord, wenn der Mörder nicht den gesamten Körper verspeist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sagt sie und klatscht auf Freude in die Hände. Ihr habt es verstanden. Das macht sie nicht gerade weniger Zielperson für den Mord. So Mord ist kein Mord. Sie betont den Begriff mit offensichtlicher Verachtung. Wir kennen die Einzelheiten. Eine gehäutete Hand in einer Blutlache. Kreise an der Wand. Sagt sie. Weichlinge spielen mit ihren Essen. Vielleicht ist euer Mörder jung. Sie wissen nicht, dass sie die Hand aufessen, dass sie die Hand auf Hände aufessen müssen. Die Erinnerung harter Arbeit von den Sehnenstreifen, die Knochen zermalmen, das Blut vom Boden aufsaugen. Ihr Kopf bebt heftig. Klinge. Merken scannen. Unmöglich denkt dieser Weichling, dass ich das. Was ich tue, ist Mord. Er liegt falsch. Das, was ich tue, ist Mord. Frage ist, hast du wirklich die komplette Leiche verputzt?
Kennt ihr die Gruppe namens Kinder der endlosen Pforte? Wir wissen es, sagt sie mit der Stirn runzelnd, aber wir sind nicht sicher, wie. Sie klopft mit den Klauen gegen ihr Kinn, wodurch es zu kleinem Blutfontänen kommt. Ja, blutige Kreise an der Wand, der Behausung, auf dem Schrottplatz außerhalb der Flora, Schatten. Hütet euch vor den endlosen Pforten, kleine Frau, sagt die Leute zur Gemeinschaft. Wir lachen immer noch immer darüber, so eine Lieblichkeit. Okay, das habe ich schon gefragt. Was war's zu den Morden? Den Rest habe ich schon gefragt. Bleibt noch, ich bin mir sehr unschlüssig. Das ist einfach nicht wirklich aussagekräftig. Einmal ja, einmal nein. Das ist, wenn man die Leiche verspeist, ist das ja kein Mord und das ist dann kein Mord und sehr widerspenstig. Mal sperrt sie nicht ihre Worte. Sie nickt und ihr wachsamer Blick registriert die Position von jedem im Raum. Wirkt nervös. Imbito meint, dass ich euch über die Morde in Schattenseite befragen kann. Ja, sagt sie und blickt zum alten Mann. Er nickt. Gut, ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, dass sich die Spur des Mörders hierher führte. Was willst du wissen? Marleb meinte, er hat dich erwischt, wie du alleine eine Leiche gegessen hast. Ach ja? Vielleicht sollte sich Marleb besser mal um seinen Kram kümmern, sagt sie und wirft dem schwerfälligen Kultisten einen wütenden Blick zu. Sicher, das stimmt. Ich bin hier unten nur ungern länger als nötig. Dafür kaum noch. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie nur auf meinen Tod warten. Sie fragen sich, wie ich wohl schmecken werde. Vor nicht allzu langer Zeit fand ich in einer Gasse eine Leiche und ich sah keinen Grund, warum ich sie mit dem Haufen teilen sollte. Sie fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Das ist alles kein Geheimnis, kein Skandal. Der Mann glaubt, er könnte meine Jagdangelegenheiten mit Fremden teilen. Da solltest du vielleicht mal ihn fragen, wie viele Leichen er bisher alleine fand. Oder ob sie wirklich tot waren, als er sie fand. Das ist eine gute Aussage. Marlett hat getötet und gegessen, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich tun sie das alle. Hast du eine Idee, wer der Mörder ist? Nein, sagt sie und stützt die Hände auf ihre Hüften. Aber ich habe gesehen, was. Hab gesehen, was sie von Fulsomes Jungen übrig ließ. Eine Schweinerei. Blut an Wänden und Boden. Keine Körper. Sie wischt sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Das ist die Art von Tod, die man sieht, wenn jemand eine Warnung sendet oder Groll hegt. Ich sah es die ganze Zeit, bevor ich herkam. Der Kreis ist keine Warnung, er ist ein Zeichen. Was weißt du über die endlose Pforte? Nein, sagt sie, habe ich noch nie von gehört. Leider kein Gedankenscannen. Hast du wirklich noch nie was von den Kindern der endlosen Pforte gehört? Den Kopf und sieht verwirrt aus. Warum glaubst du, dass jemand Commandos Künstling tötete? Die ist die Einzige, die das nicht kennt. Warum? Fragt sie mit einem Anflug von Grinsen. Warum? Das war jemand, der Fulsum wichtig war. Er hat viele Feinde. Warum denkst du? Das Problem ist, ich habe hier keine Gesprächsoption, um das mit der, mit dem zweiten Mordopfer zu fragen. Ich will deine Meinung zu den anderen Dendroku hören. Ha, sagt sie. Na gut, erwarte nicht, dass ich mich zurückhalte. Was denkst du über Gesey? Die würde mich stark interessieren. Sie war einmal schlimmer, als sie es jetzt ist. Wenn du bislang nicht mit ihr geredet hast, wirst du schon noch sehen, was ich meine. Sie blickt mit Unbehagen auf den Mutanten. Vielleicht bringen all die Leichen, die sie alleine frisst, Sargos in den Kopf. Zivilisieren sie vielleicht. Sie schüttelt den Kopf, aber das bedeutet nur, dass sie eine Jägerin ist, die die Gedanken ihrer Beute lesen kann. Sie ist ein Monster. Sicherlich hat sie gemordet, um zu essen. Warum würde sie es nicht tun? Das wäre auch der Fall, wenn man sagt, Gesey hätte natürlich auch gesagt, ihr ist, das ist kein Mord, wenn sie jemanden umbringen und komplett verspeisen würde. Was heißt du von Imbito? Er hat schon zu lange gelebt, sagt sie. Vielleicht hatten die Daedra Uhur einmal früher Gewicht, aber er ist nur mehr auf der Suche nach seiner nächsten Mahlzeit. Und die restlichen von ihnen folgen seinem Beispiel. Was denkst du über Marlet?
Er will anderen wehtun, mehr noch, er ist stolz drauf. Sie fährt sich wütend durch Saar und spricht leise. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat Rivalen aus seinem früheren Leben getötet. Er hat Rivalen und sie dann gegessen. Ich weiß, dass er getötet hat. Er hat wahrscheinlich auch gegessen. Warum würde er es nicht? Fragen. Das ist schwierig. Ich würde ihn jetzt erstmal ausschließen. Er ist angepisst, dass alle alleine essen. Hier unten war Wache. Er hat ein Alibi, wenn das wahr ist. Würde nicht passen. Bleiben noch die beiden übrig. Sie ist verwirrt. Die will sagen, es war auch kein Mord. Es war eine rechtmäßige Aneignung von Wissen, wenn sie die Leute einfach umgebracht hätte. Warum hätte man Quick umlassen sollen? Die hatte nicht so viel Erfahrung. Gut, vielleicht hat die Erfahrung, die anderen nicht haben. Eben aus der Perspektive, dass man hier nirgends weiterkommt. Und sie ist eben angepisst, dass man über den Vater hier nicht weitergeholfen hat. Das ist extrem schwierig. Das Gedankenlesen war doch eher bei ihr am einfacheren. Impito. Ich habe noch ein paar Fragen zu Problemen der Schattenshütte. Warte noch mal, dass die umgebracht wurde. Vorerst nichts mit uns sagen. Welcher eurer Akolyten könnte nochmal zu einem Mord fähig sein? Er hat noch irgendwas fallen gelassen. Alle von ihnen, mit Ausnahme des Verschlingers des Unrechts. Jeder von ihnen hat seine Geheimnisse gegeben, sie jedoch bereitwillig preis. Das sieht halt ziemlich bereitwillig, hoffnungslos barbarischen, aber ziemlich wundersamen Philosophien, wenn ihr nur hartnäckig genug seid. Beatawa behält ihre Geheimnisse für sich, spielt jedoch mit ihren Haaren, wenn sie etwas verheimlicht. Und unser lieber Malle scheint Geräusche seines alten Lebens nicht abschütteln zu können. Spielt also mit den Haaren, auf das hatte ich jetzt nicht geachtet. Wäre mir so jetzt aber nicht aufgefallen, leb wohl. Ketawa. Schlänge wird enger. Warte mal, leb wohl. Ich spreche mal mit dem Verschlinger des Unrechts. Trotzdem. Impito meint, dass ich euch über die Morde in der Schattenseite befragen kann. Gut, rennt er sogleich, als hätte er auf die Nachricht gewartet. Ich will, dass der Mörder gefangen wird. Dass er schnell gefangen wird. Es zürnt mich, dass all dies durchgesickert ist, als ich mich um Riss gekümmert habe. Trotz ihrer Aussage ist die Stimme der Kreatur so gelassen wie ein unterirdischer See. Als ich mich um Riss gekümmert. Ich vermute, ihr seid hier, weil einer der Dendrohue verdächtigt wird, der Mörder zu sein. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Ich kenne Impito schon durch viele Geister. Er ist subtil, klug und nicht vertrauenswürdig. Er ist auch kein Mörder. Er ballt nebenher eine behandschuhte Faust. So bleiben die anderen drei übrig. Alle sind zu Verbrechen fähig. Mallet ist ehrgeizig und sinnt nach Rache. Kitawa schleicht, schmiedet Ränke und hat Geheimnisse. Gesehen ist kein Mensch und definiert Mord nicht so wie wir. Die Faustkreatur fällt wieder an die Seite. Sprecht mit ihnen, sucht nach Lücken in ihren Geschichten. Diese werden euch zur Wahrheit führen. Okay. Es wird schon voller hier. Herr Tava, sprechen wir nochmal über die ganze Sache, würde ich sagen. Ich will mehr über dich erfahren. Warum hast du dich der Dendrohue angeschlossen? Um den Mann zu finden, der in Träumen zu mir spricht. Meinem Vater, kann das sein, dass sie durch diese Projektion durch diesen Traum quasi dazu angestiftet wurde? Noch andere Fragen. Zum Mord. Die Frage ist, warum kann ich sie nicht fragen, ob sie ein Alibi hat? Du hast noch nie was von den Kindern der endlosen Pforte gehört. Sie schüttelt den Kopf und sieht verwirrt aus. Will dich nochmal was zu den Dendro fragen? Ich kann sie nicht mehr weiterfragen. Ich habe wieder gefragt. Habe ich hier mehr Möglichkeiten gesehen?
Ich habe weitere Fragen zu dem Orden in der Schattenzelte. Sagt ihr mal von mich zu essen. Wir wollten nichts über die Dendro erzählen. Vielleicht habt ihr gegessen, woran glaubt euer Volk nochmal? Wir verzehren das Fleisch unserer Toten, um sie zu bewahren, um uns an sie zu erinnern und ihnen ewiges Leben zu schenken. Oder zu geben. Das heißt, wenn die sagen, das Leben ist unwürdig, dann wird jemand umgebracht. Hätte ich gesehen, komplett im Verdacht. Um eben die Seele quasi fortzubestehen oder fortbestehen zu lassen oder zu übernehmen. Es geht doch immer was verloren, hatten wir gesagt. Okay, die Blutkreise. Wo habt ihr die schon gesehen? Auf dem Schrottplatz außerhalb der Flur. Aber nicht gestern, letztes Jahr vor einiger Zeit. Dann tauchten die Kreise nicht mehr auf. Vielleicht sind diejenigen, die sie gezeichnet hatten, weitergezogen. Ja, bin gerade am Kombinieren. Die Blutkreise, wenn sie sagt. Die meisten Sachen konnte ich ja lesen, Gedanken lesen. Die meisten Sachen. In dem Falle hätte ich jetzt gesagt, Blutkreise hat sie bis dato nicht mehr gesehen. Und sie oben sagt, sie hat die noch von denen noch nie gehört. Der Verdacht verhärtet sich für die Dame oben, die ihren Vater sucht. Also, Kiatawa, sagt mir das Journal irgendwas? Kreise in Rot. Kehre zu Kamados zurück. Denke tatsächlich, dass das die ist. Vorhin hatte ich immer Gedanken lesen können bei Gesehen. Daher fällt sie eigentlich für mich jetzt raus. Aus dem Hintergrund beim Gedanken lesen hat sie ja gesagt, oh ja, ich erinnere mich nicht. Beziehungsweise, sie gibt doch zu, dass die Kreise schon länger nicht mehr gesichtet wurden. Und da kommt aber kein Gedanke, ha, jetzt habe ich gelogen oder so. Frage ist, ob man diesem Geist trauen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ne? Ich würde hier dennoch mal abspeichern. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Weil wenn schief geht, geht schief. Sagen wir mal so. Das ist halt Rollenspiel. Man kann es nicht so sicher sagen. Ganz ruhig, ohne nur zu blinzeln, wartet der dicke Mann darauf, dass du näher kommst. Er zieht die Augenbraue hoch. Lass sprechen. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Tatsächlich fragt er, seine Augen leuchten, spricht. Kiatwam. Es war auf jeden Fall eine Sie. Gesehen ist zu ehrlich. Ich würde sagen, ja, dann hätte ich ihn halt gegessen. Hat sie aber nicht. Sie war relativ ehrlich überall. Kiatwam ist der Held aus hinterm Berg, glaube ich. Erstmal vergiss es erstmal. Warte mal, der Malet hat gesagt, er hat bei dieser Geschichte hier oben getrunken. Es müssen hier irgendwo Flaschen sein, oder? Oder nicht? Aufseher, kann ich mit dir sprechen? Das Feuer lodert, genau wie es der Meister will. So, der Vorarbeiter, der weiß doch genau, wer da ist. Habt ihr in letzter Zeit Dendro in der Manufaktur gesehen? Was hat das denn mit irgendjemandem zu tun, brüllt das Konstrukt? Muss ich etwa über jedes Menschen Bescheid wissen, das planlos durch meine Manufaktur stolpert? Hält inne. Seine zu hellen Augen blicken zur Decke. Ah ja, einen habe ich tatsächlich gesehen. Einen großen Mann, der unter den Rohren lag, trank und sich besudelte. Dann fährt er in einem zutiefst angewirbelten Ton fort, ist er eingeschlafen und nicht einmal die Aufregung wegen des Mordes konnte ihn wecken. Hat die Augen nur aufgemacht, um sich selbst zu erbrechen. Der kann es nicht gewesen sein. Es können nur die anderen beiden gewesen sein. Es war auf jeden Fall eine der beiden Damen. Weiter. So, wer könnte dann noch was wissen? Ein Armer, ein Mutant. Hast du was gesehen? Ich kenne euch, ihr seid tot, ha? Aha, okay, ja, ich verstehe. Kann ich hier mit dem Ding vielleicht was machen? Nee, da kann ich nichts anfragen. Adler Gottkultist, den nochmal fragen, wenn wirklich nichts einfällt.
Genau, untersuchen. Er kratzt sich seine fettige Nase, sagt überhaupt nichts mehr. Okay. Vareno, du bist doch immer hier in der Nähe. Hast du was mitbekommen? Oh, sagt das Mädchen aus dem Mund der älteren Frau. Ihr seid zurück. Okay, da habe ich auch keine Option für den Mord. Die anderen beiden konnten mir kein Alibi geben, was ich prüfen kann. Der fröhliche junge Mann nickt dir und die wird zu. Hallo Hauptmann, immer noch in guter Gesellschaft, wie ich sehe. Kann ich was für euch tun? Nur wenn meine Begleitung noch weitere Fragen hat. Die Menschen hier. Kann ich dich wen speziell fragen? Nee, kann ich nicht. Endrohur. Wiederhole. Wo finde ich Martina nochmal? Weißt du was über die Morde, die hier passiert sind? Weißt du etwas über die Morde, die hier passiert sind? Das ist eine üble Sache, zweifellos. Leute verschwinden und alles, was du für ihn findet, ist die gehäutete Hand. Der letzte Mord passierte unten an der Bucht, wenn du es dir ansehen willst. Ja, das ist mir bewusst, aber er weiß auch nichts. Ich habe ja auch keine großartigen Infos bekommen, nur dass die kleine Hand da drin liegt. Also an der Wand. Versägte kleine Wetter, das fand ich nicht auf. Irgendwer von euch beiden muss mir noch ein Alibi. Nein, er hat definitiv ein Alibi. Definitiv. Manufakturarbeiter, armer Achela. Hast du was mitbekommen? Jeden noch mal fragen. Oder ein Stischer. Wohl. Stischer wird mir jetzt nicht sagen können. Da denkt man nicht, dass der wird gemordet. Der interessiert sich ja nicht dafür. Ich war davon aus. Stischer kam tief, versprochen. Ort unter die Stadt. Einmal diesen Ort erzählen. Mehr über die Stischers. Das wird's. Nee, die sagen wir hier nichts. Also entweder einer der beiden gibt mir noch irgendeinen Hinweis oder ich muss raten. Das ist jetzt die super... schlecht. Hast du ein Alibi? Wo bist du gewesen heute und weiß ich nicht, 12 Uhr? Zu den Morden in der Schattenseite. Das ist schwer zu ersetzen, ja. Aber Töten, Verzehren, Ehren kommt dem nahe. Wenn das nicht sogar ist, wenn man sterbenskrank ist, okay, dann könnte ich das noch einigermaßen verstehen, aber... Impito, mal gucken. Ist halt... schwierig. Ich habe noch Fragen zu den Dendro-Uhua. Fremde Schattenseite, okay. Ich habe mit allen von euch gesprochen, ich denke, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich denke. Ja, warum kann ich das nicht jeden fragen? Mit allen von euch gesprochen, ich denke, ich weiß, wer der Mörder ist. Das ist jetzt eine 50-50 Chance. Sagt er mit Unbehagen. Gut, wenn das vor Jahrzehnten passiert wäre, hätte ich die Ermittlung selbst geführt. Ich habe meinen Zenit aber bereits schon etwas überschritten. Er senkt die Stimme zu einem Flüstern. Sein Atem bricht sauer und ein wildes Licht tanzt in den Tiefen seiner Augen. Wendet euch mit euren Verdächtigungen an den Kommandos. Er wird die entsprechenden Maßnahmen treffen, das tut er immer. Das Problem ist jetzt, dass er es jetzt abschiebt. Ja, ich schätze verkehrt dabei. Ich kriege aus den Leuten nicht mehr raus. Entweder habe ich irgendwas übersehen oder irgendwas nicht gefunden. Jetzt schaue ich nochmal kurz bei der Quick nach, ob da noch irgendwas liegt, das fallen gelassen wurde. Der Schläger hat definitiv ein Alibi. Der war komplett zugekübelt und hat sogar den Mord verpasst. Kann ich hier noch irgendwo... Oh, da hat er ein Level-Up. Bon. Edge erhöhen. Und zwar für... Würdet ihr gerne... Kraft oder Geschwindigkeit? Kaum Geschwindigkeit kann ich nicht... Geschwindigkeit wurde schon mal verbessert. Dann nehme ich Kraft. Stehen. Und Tinte beflügelt. 15% Bewegungsgeschwindigkeit und plus 1 Max-Aufwand, solange lebend... Hart verdientes Wissen. Alle anderen Gruppenmitglieder erhalten 15% Grundwissen auf Maschinen, Mystik, permanent.
Oder? Okay. Reiches Wissen. Würde tatsächlich hier den bekämpfen. Gut, das macht dich mehr Sinn für Maschinenaufgaben, Mystik und für Natur. Tatsächlich würde ich da jetzt eher den Passiv Dönse nehmen. Und du kannst einen neuen Zauber erlernen. Haken ranziehen macht bei ihm absolut Sinn. Anpassen. Erhalte zwei Rüstung, ein Widerstand, entdeckt Esoterie. Hält drei Runden. Haken wir ranziehen. Das wäre natürlich nicht schlecht, um Gegner von dem Main-Charakter wegzuziehen. Oder ein Intellektpool plus 1 Rüstung erhalten, permanent. Das wäre permanent. Haken wäre natürlich gar nicht schlecht zum Ranziehen. Aber ich sag mal Psychobarriere. Noch ein Punkt. Ach, ich kann zwei nehmen, dann nehme ich Haken dazu. Dann. Ja, das mit der Rüstung ist ja so eine Kurzzeitgeschichte. Dann nehme ich doch eher Haken. Und das braucht Kraft. Und er hat ja Kraft. Okay.